Ganz ruhig, Lieutenant. Sie gehört zu uns. Shepard, der Göttin sei Dank, Sie leben. Liara? Ich war besorgt, als die Berichte kamen. War der Angriff schwer? Ja, es war schwer wegzugehen. Ashley, tut mir leid. Aber warum sind Sie hier? Befehl von Hackett. Er sagte, Sie wüssten, was vor sich geht. Ja? Halleluja. Endlich antworten. Vielleicht. Ich habe Pläne für ein Gerät der Proteaner gefunden. Damit könnte man die Reaper vernichten. Hier? Auf dem Mars? Ja, in den Proteaner-Archiven. Wir wissen schon seit Jahrzehnten von dem Archiv. Warum jetzt? Eliminierungsprozess. Gemischt mit einer Portion Verzweiflung. Als sie das Alpha-Portal zerstört haben, hat uns das ein wenig Zeit verschafft. Aber dann wurde gegen sie ermittelt und ich wusste, dass ich etwas tun musste. Hackett wusste das auch. Er hat mich kontaktiert und gefragt, ob ich meine Ressourcen als Shadow Broker dafür einsetzen würde, einen Weg zu finden, um die Reaper aufzuhalten. Meine Suche führte mich her. Hackett hat mir Zugang zum Archiv verschafft und mich über ihren Status auf dem Laufenden gehalten. Ich wollte sie besuchen, aber... Ich stand unter Hausarrest. Ich hätte Ihnen sowieso nicht viel helfen können. Sie haben vermutlich recht. Jedenfalls hat sich meine Arbeit gelohnt. Das Archiv ist voller Daten, eine überwältigende Menge. Ich habe wohl gefunden, was wir brauchen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Wo finden wir diese Waffe? Es ist keine Waffe. Noch nicht. Es sind Baupläne für ein Gerät. Das ist mehr, als wir vor einer Minute hatten. Wie kommen wir daran? Das Archiv ist auf der anderen Seite der Bahn da. Falls Cerberus es nicht abgeriegelt hat. Hinter was sind die her? Die scheinen sie unbedingt fangen zu wollen. Sie wollen, was ich auch will. Was wir alle wollen. Aber warum? Die Proteaner standen kurz davor, die Reaper zu besiegen. Sie hatten Pläne für ihre Zerstörung, aber zu wenig Zeit dafür. Und alles, was mächtig genug ist, um die Reaper zu vernichten. Ist etwas, an dem Cerberus automatisch Interesse hat. Es ist also ein Rennen zum... Wir haben Gesellschaft. Immer her damit. Diesmal nicht, James. Was? Gehen Sie zurück zum Shuttle. Wenn Cerberus vor uns im Archiv ist, müssen Sie die Ausgänge überwachen. Aber... Sofort, Lieutenant. Sie kommen näher. Wir sollten in Deckung gehen. Sie haben uns gefunden. Na, meine Freundin wird nicht als Asari-Schlampe bezeichnet. Kein Problem für jemanden mit Biotik. So, da halten wir auch mal ein bisschen drauf. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Die Singularität von Liara ist da natürlich ziemlich praktisch, wenn wir jetzt hier einfach mal die Leute schweben lassen können. Wirklich, das Glas ist kugelsicher, wollt ihr mich verarschen? Naja, was soll's. Wir brauchen als Gewehre, um sie zu erledigen, Shepard. Komm, die kriegen wir klein, die kommen ja alle schön immer über die Kante, gucken hier. Einmal drauf. Die kann man nicht einfach erschießen. Kann man doch. Das waren alle. Siehst du doch. Gut, suchen wir einen Weg nach oben. So, nehmen wir mal ein bisschen Leben mit und dann machen wir uns mal auf die Suche. Tja, ich glaube, James war jetzt nicht so begeistert davon, dass wir ihn jetzt einfach mal zurückgeschickt haben. Aber er ist halt der Neue, ne? Da muss er sich ein bisschen unterordnen. Wenn man auf eine alte Freundin trifft, dann wird die halt eher mal mitgenommen. Mit Ash und Liara, das ist fast wie in alten Zeiten, als wir noch zu Mass Effect 1 Zeiten durch die Gegend gezogen sind. Und dann nehmen wir da einfach mal den Fahrstuhl. Sie haben den Fahrstuhl sabotiert. Schweinerei. Suchen wir uns einen anderen Weg nach oben. Na toll. Machen Sie das einem hier unnötig schwer. Das ist eine gesicherte Station. Wie ist Cerberus da reingekommen? Ach, weiß ich nicht. Weiß schon. In einer Minute kommen Berichte von der Reaper-Invasion rein. Und in der nächsten herrscht Chaos. Ich habe anfangs nicht mal kapiert, dass es Cerberus war. Könnten Sie mit den Reapern zusammenarbeiten? Ich glaube nicht, aber möglich ist natürlich alles. So, also wir sind schon mal oben. Ich sehe schon, Liara kommt mir auch hinterher. Dann wird's wohl... Ja, Ashley ist schon sogar da. Sollte man auch meinen, dass wenn Liara hier drüber kommt, die ja eigentlich keine Kampfausbildung hat, dass Ashley als... Was bist du? Lieutenant Commander oder sowas? Dass du dann da auch locker drüber kommst. Irgendwas Komisches halt. Also was Hochgestelltes. Im Gegensatz zu ihrem Vater und ihrem
Großvater scheint sie also Karriere zu machen, beziehungsweise ihr Großvater hat ja auch Karriere gemacht. Entdeckung! Wir haben den Bodenbereich durchsucht. Suchen wir jetzt nach Abeltrupp. Sie melden sich nicht. Wir bleiben dran. So, nette neue Fähigkeit, die wir hier kennenlernen. Wir können Leute über die Deckung ziehen. Warum nicht? Ist witzig. So, da gehen wir mal ein bisschen zur Seite. Ist vielleicht besser. Hat noch gereicht. Komm raus, mein Kleiner. Trau dich. Na komm schon. Er will nicht. Was bist du denn für ein Feigling? Jetzt. Weg mit dir. So, jetzt haben wir seine Deckung eingenommen. Das ist doch ein Traum, oder? So, aber über die Deckung kann ich ihn nicht ziehen. Ist ja merkwürdig. Oh, fuck. Daneben? Wirklich? Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen eingewöhnen, da was diese Techniken angeht. Aber das wird schon. Mit der Zeit werde ich wieder ganz der Alte sein im Nahkampf hier mit der Biotik. Das wird schon wieder ziemlich cool dann. Ich bin mir sicher, dass das was wird. Aber die langen Ladezeiten verwirren mich trotzdem ziemlich. Ich kann mich da nicht dran erinnern, dass das so lang war. Die Steuerung müsste in der Nähe sein. Ja, ja, geht gleich los. Erstmal sammeln wir eine Runde. Von Cameron Harrison an Exo... Oh, wenn ich schon wieder Exo Jenny lese. Exo Jenny Corporation. Miss Mika, danke für Ihr freundliches Angebot an neuer und topmoderner Technologie. Wie bei allen bisherigen Angeboten Ihrerseits müssen wir auch diesmal ablehnen. Unsere Rechtsabteilung ist Ihre Vorschläge erneut durchgegangen und hat erneut festgestellt, dass sie nicht ausreichend sind. Kurzum, wir sind nicht interessiert. Verschonen Sie uns bitte künftig mit Ihren großzügigen Angeboten. Hochachtungsvoll, C. Harrison. Schön, so muss man mit Exo Jenny reden, würde ich sagen, ne? Gut, schauen wir mal kurz hier drinnen nach. Das soll man wahrscheinlich gleich benutzen, also schauen wir erstmal kurz hier drüben, halt, wo hier? Ach, da. Die nehme ich gern mit, denn das sollte eine MP sein, oder? Kann das sein? MP? Wie war denn das mit der Bewaffnung? Ich glaube, irgendwie hat es einen negativen Effekt gehabt, wenn man zu viele Waffen mitgenommen hat. Genau mit dem Gewicht. Ich lege mal ein bisschen was ab. So, das Sturmgewehr behalte ich mal. Die Pumpgun lege ich auch mal ab. Ich belasse es mal bei der MP und dem Sturmgewehr. Die sind nicht so schwer. Genau. Ich glaube, Waffenbots haben wir noch keine, ne? Nee. Gut, haben wir ein geringes Gewicht. Ach, siehst du mal, Aufladetempo der Kräfte, hier steht es doch auch. Genau. Dadurch sollte das doch jetzt ein bisschen besser laufen hinsichtlich der Aufladezeiten für meine Biotik. Oder für meine Fähigkeiten. Versuchen Sie, Zugang zu dem Laufband zu kriegen. Ich kann die Live-Feeds nicht freischalten, aber... Haben Sie das gesehen? Wer ist die Frau in dem Video? Das ist Dr. Eva Kaur. Sie kam vor etwa einer Woche an. Wie sieht's aus? Laufband ist abgeriegelt. Okay, sieht aus, als würde in der Nähe gebaut. So kommen wir aufs Dach. Von dort aus finden wir schon einen Weg. Okay, dann los. Auf geht's. Gut, wir checken nochmal ganz kurz den Raum aus. Ich glaube nicht, dass wir hier noch so viel... Na, da hinten liegt eh nichts. Dass wir hier noch so viel finden werden. Okay, dann können wir auch schon starten, denn hier unten habe ich ja schon untersucht. Weiter geht's und ich bin mal gespannt, ob die Kräfte sich jetzt ein bisschen besser regenerieren. Der Sturm kommt näher. Oh, warte mal, wo muss ich... Ach, hier muss ich lang. Was zum Teufel? Anscheinend leistet die Allianz noch immer Widerstand. Diese Bahn führt ins Archiv. Wenn Cerberus das schafft, sind sie am letzten Sicherheitskontrolle. Kommande, hören Sie mich? Ich glaube, wir sollten uns beeilen. Der Sturm verursacht Störungen. Den Kontakt zur Normandy führt. Ist Ihre Position? Ich hab nicht verstanden. James, wiederholen Sie. Wie ist Ihre Position? Diese Luftschleuse dürfte nicht offen sein. Sieht nicht so aus, als wäre Gewalt im Spiel gewesen. Nein, Sie müssen die Sicherheitsprotokolle deaktivieren. Oh, das ist natürlich äußerst gemein. Jemand hat die Luft aus diesem Raum abgesaugt, als sie noch drin waren. Sie sind anscheinend bei dem Versuch gestorben, sich nach draußen zu kämpfen. Das ist brutal. Grausam. Sogar für Cerberus-Verhältnisse. Ja. Na, meinst du, sogar für Cerberus-Verhältnisse bin ich mir nicht ganz sicher. Von Simon Watanabe an Cameron Harrison. Cam, wer zum Teufel ist diese Frau, die meine Unterlagen durcheinander bringt? Sie soll von hier verschwinden.
Ich lasse mir mein System nicht durch eine Pseudo-Expertin ruinieren, die nächste Woche sowieso nicht mehr da ist. Ich hasse Fremde, die glauben, sie wüssten alles, aber in Wahrheit ist ihnen völlig egal, was wir hier erreichen wollen. Dr. Eva, soll das ein Witz sein? Haben denn alle vergessen, was letztes Mal passiert ist? Simon. Ich weiß nicht, worauf er anspielt, aber wir werden es vielleicht noch erfahren. Wahrscheinlich gab es hier schon mal irgendeinen Zwischenfall. Ich glaube, wir sind hier gerade im Café, oder? In der Cafeteria, kann das sein? Ah, hier oben gibt's nichts. Okay, ab nach unten. Taschenlampen! Verstanden! Delta-Team Ende! Wie lautet unser Befehl? Hier drin sind irgendwo Allianz-Soldaten. Wir müssen sie vom Kern fernhalten. Nächsten Raum überprüfen. Nö. Wir halten mal drauf. Oh, das geht ein ganzes Stück schneller jetzt. Siehst du mal. Das ist doch ganz wie in guten alten Zeiten. Bisschen rumwüten. Schön. Ein Traum. So habe ich mir das vorgestellt. So muss das sein. Okay. Jetzt sehen wir also, was die Vorzüge eines biotischen Sturmkämpfers sind. Das ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Und es freut mich, dass das wieder funktioniert. Aber erstmal machen wir hier alles zu. Wir müssen erst den Druck im Raum herstellen. Mhm. Fertig. Wir haben den Zugang zu den Labors und das bringt uns direkt zur Bahnstation. Es gibt wohl eine Aufzeichnung davon, was hier passiert ist. Sicherheitsstation, bitte kommen. Wir sehen hier unten einige seltsame Aktivitäten. Sicherheitsprotokolle wurden gestartet. Alles ist abgeriegelt. Doktor, Bericht kommt, sobald... Ich glaube, ihr habt eure Verräterin. Jetzt wissen wir, wie Cerberus reinkam. Ich hätte es merken müssen, als ich sie traf. Doch ich war so konzentriert, einen Weg zu finden, wie die Reaper zu stoppen sind. Die Reaper aufzuhalten ist auch das Einzige, was uns zurzeit interessieren sollte. Es ist nicht ihre Schuld. Aber wenn wir uns irren, was ist, wenn es keinen Weg gibt, sie aufzuhalten? Und wenn das unsere letzten Tage sind und wir versuchen, ein Problem zu lösen, für das es keine Lösung gibt? Ach, Liara. Ich weiß, sowas sollte ich nicht denken. Wie machen Sie das? Selbst in den schlimmsten Situationen waren Sie stets auf das Ergebnis konzentriert. Wenn so viel auf dem Spiel steht, denke ich daran, was ich verlieren würde, wenn ich versage. Das ist eine schreckliche Last. Wir werden Sie aufhalten, Liara, gemeinsam. Danke, ich will Ihnen glauben. Okay, Tür ist offen. Wir können zu den Labors gehen und dann zur Bahnstation. Gut, los geht's. Okay, endlich wieder Luft. Ich frage mich auch immer, wie Liara oder alle, die bloß diese kleinen Masken vor dem Mund tragen, es schaffen, mit dem Unterdruck umzugehen, dass ihnen nicht die Augen rausploppen aus dem Kopf. Finde ich immer ein bisschen merkwürdig. Und ich werde mal, glaube ich, gerade... Gruppe, ging das hier? Ich will die Bewaffnung gerade mal ändern. Oh, ich muss vor allem mal Liara hier ein paar Punkte geben gerade. Worauf gehen wir denn da? Auf jeden Fall der Warp. Ich muss auch ein bisschen Schaden machen, ne? Da haben wir Schaden. Was haben wir hier? Wirkungsradius und Kraft um 50% erhöht. Nee, Schaden auch um 50%, oder? Was haben wir hier? Schaden um 30%? Ach, der Warp der Netto-Nation. Nee, da geht's mal hier rauf. Schaden, Dauer. Waffenschaden im Ziel. Nee, da gehen wir hier drauf. Erhöht Schaden gegen Barrieren und Panzerung. Erhöhtes Aufladetempo. Voll auf Schaden. Komm, die sollen mal richtig reinhauen mit ihrem Warp. Und dann werden wir mal noch kurz... Ich weiß gar nicht. Die Singularität? Weiß ich nicht. So, gehen wir mal noch ein bisschen auf die Stase. Na. Und die restlichen Punkte vergeben wir noch auf die pure Biotik. Wunderbar. Da geht es ihr jetzt auch ein bisschen besser. Oh, wir haben wieder was dazu bekommen. Dann können wir, ich weiß gar nicht, worauf wir jetzt gehen. Ich glaube, wir machen die Fitness erstmal voll. Was hatten wir hier? Nahkampfschadensbonus um 25%. Ach ja, genau, mit dem Aufladebonus des biotischen Sturmangriffs. Genau. Das wollte ich. Ach, ich habe was 5 von 6. Ha! Ich bin ein Schatzkeks. Gut, dann habe ich jetzt immer noch nicht das gemacht, was ich wollte. Ich glaube, es geht auch nicht einfach so, ne? Ich glaube, ich kann die Bewaffnung nicht einfach im Dingens ändern jetzt. Ah, hier, sehr gut. Wo ich gerade noch davon rede. Da werde ich nämlich die hier mal ablegen und werde nur mit der MP durch die Gegend ziehen.
So, oh, warte mal, wenn wir hier gleich noch MP ultraleichte Materialien kriegen, dann mache ich die gleich noch rein. Dann wird unsere MP noch leichter. So, dann können wir auch mal sehen, wie das jetzt aussieht hier mit den Modifikationen. Und wir sehen, das Gewicht geht noch weiter runter. Das heißt, wir haben jetzt 200% plus beim Aufladetempo. Das heißt, wir können jetzt richtig geil biotisch rumwüten. Das wird cool. Ich freue mich schon. Für die MP haben wir auch relativ viele Schuss. So, auf geht's. Ich mach mal gerade erst ein bisschen so. So, bei dem wird's bloß ein bisschen haarig, weil die mit ihren Schilden... Stimmt, die habe ich ganz vergessen. Ich gehe mal gerade ein bisschen wieder weg. Lauf, 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 Shepard. So, sind wir wieder rausgekommen. Ah, warte mal, wie haben wir den denn am besten geknackt? Ich weiß es gar nicht mehr. Kann mal jemand... Ich habe eine Idee. Liara. Dankeschön. So, wenn jetzt vielleicht Liara gleich nochmal zuschlagen könnte. Liara, würdest du? Dankeschön. So, haben wir das Problem gelöst. Oh, das sind ja noch mehr. Das war nix. Oh, nicht so schön. So, läuft schon besser. Na komm, töte ihn doch. Hier da hinten ist kein... Ach doch, hier ist noch einer. Siehst du mal, wo kommst du denn her, mein Kleiner? Jetzt ist er aber hinüber. Okay, wie viele haben wir denn da? Ich glaube, das sollten wir regeln können, oder? Mist, voll ins Leere. Okay, bei den Centurios sollte ich vielleicht nicht, solange die noch Schilder haben, mit dem Sturmangriff reingehen. Oder, ich weiß gar nicht, ob das bei denen wirkt. Vielleicht mal, nein, nicht so, sondern auf den... Ich krieg den gerade gar nicht, da hinten. Na gut, dann machen wir erstmal hier... Machen wir so, machen wir Stase. So, oh doch, das wirkt. Das wirkt sogar ziemlich gut. Und jetzt habe ich aber gerade tüchtig alles beiseite geworfen. Okay, jetzt könnte ich Liara gerade mal gebrauchen. Die Schildträger sind doch ein bisschen nervig. Man muss halt schauen, dass man irgendwelche verwundbaren Stellen bei denen findet, wenn man es nicht schafft, sie gerade ganz auszuhebeln. Wofür die Stase halt sehr hilfreich ist. Für das Aushebeln, meine ich jetzt. Oh, was? So, dann gehe ich mal kurz ein Stück weg von der Handgranate, die da explodiert. Und verbinde das doch gleich mit dem Angriff. Hau mal zu hier. Ich hoffe, das verwirrt euch nicht zu sehr, dass wir jetzt so hin und her springen hier. Sie haben soeben die Dekontaminationsprotokolle aktiviert. Obwohl die Belegschaft noch drin ist. Halten wir das Ganze doch mal an. So, das Interessante dabei ist jetzt, dass wir durch diese Dinger nicht durchtreten können. So wie sie stehen. Ups. Machen wir es mal so. Halt an. So, dankeschön. Und jetzt können wir auch reintreten. So, noch ein paar Mods. Ist natürlich gemein für die Leute, die hier drin waren, hier aber... Haben Sie die verschiedenen ausgegrabenen Relikte untersucht. Was haben Sie gefunden? Mehr, als ich in einem kurzen Gespräch erläutern kann. Aber zumindest sollte es... nur an der Oberfläche gekratzt. Relativ schnell für die gegangen sein. Mit proteanischen Datenschätzen, die noch nie studiert wurden. Warum? Ihr seid doch schon seit einer halben Ewigkeit hier, Mensch. Warum habt ihr es nicht untersucht? Aber gut, ich meine, die sind ja so kurz nur da gewesen und dann haben sie schon entdeckt, dass es die Massenportale gibt und dann gab es so viel anderes, was auch unglaublich interessant war. Wahrscheinlich haben sie es dann einfach liegen lassen, ich weiß es nicht. Persönliche Notizen. Es Espazza, Linguist. Wir konnten noch nicht viel, eigentlich gar nichts, von der Sprache entziffern, aber die visuelle Dokumentation gibt uns einen Anhaltspunkt, was sie wohl erforscht haben, nämlich uns. Sie schienen besonders an der Evolution des Cro-Magnon-Menschen interessiert zu sein, ausgehend von der Organisation ihrer Dateien und den vorgenommenen Markierungen. Es mutet etwas fantastisch an, so etwas zu schreiben, aber alles deutet darauf hin, dass sie eine Kurve der intellektuellen Entwicklung des Menschen erstellen wollten. Ja, wir haben ja schon erfahren, dass wir mal beobachtet wurden als Urmenschen, denn wir haben im ersten Teil mal so eine Vision gehabt
von einem Urmenschen, der was am Himmel hat fliegen sehen. Wenn wir uns ganz weit zurückerinnern, ist schon ewig her. So, ich glaube, da hinten ist dann nichts mehr, ne? Nee. Gut, dann sollte es eigentlich so passen, oder? Geh nochmal weg, bitte, Ashley. Schauen nochmal kurz. Nee, da liegt auch nichts mehr rum. Okay. Na dann weiter. Ich möchte Cerberus das ist klatschen. Die bringt uns direkt zum Archiv. Cerberus hat bestimmt alles abgeriegelt. Hoffentlich können wir das in der Sicherheitsstation rückgängig machen. Schauen wir mal. So. Bahnkontrollzentrum, wir gehen gleich. Ich schaue noch mal kurz hier die Ecke an, aber da ist nichts weiter. Okay. Los geht's. Oh. Achtung. Nicht so gut. Ohne Witz. Ist das der einzige Zugang? Der einzige, den ich kenne. Wir umgehen es. Geraten Sie nicht ins Visier. Ich gehe zuerst. Na super. Nee, wirklich. Danke für den Hinweis. So, drücken Sie W und die linke Umschalttaste, das kriegen wir hin. Bringen Sie mich hier raus. Das soll uns also ein bisschen in die Dynamik des dritten Teils einführen. Das gab es ja alles im zweiten Teil noch nicht so dynamisch, wie wir es hier haben. Bringen Sie mich hier raus. So, was? Ich soll dich rausbringen? Wie, inwiefern rausbringen? Was meinst du? Geh doch mal bitte in Deckung, Shepard. So, ganz gemütlich, wir wandern einfach durch die Gegend. Bringen Sie mich hier raus. Okay, die mittlere Maustaste, das funktioniert aber scheinbar nicht. Ach doch, ich darf bloß keine Richtungstaste gedrückt halten dabei. In Deckung bleiben, okay, wenn wir es so machen, dann rollt er sich ab und geht auch automatisch in Deckung das danach. Kann von hier aus nicht auf uns schießen. Gut zu wissen. Sind da drin etwa welche? Oh ja, sieh mal einer an. Oh, wir können nicht durchschießen, wie schade. Na dann. Auf geht's. Hauen wir ein paar Cerberus-Leute. Der wird sich bestimmt gefreut haben, direkt mal das Blutbad ins Gesicht zu kriegen. So, zeigt euch. Kommt schon. Ich will doch ein bisschen Spaß haben hier. Und weg ist der Centurio. Gut. Das ging schnell. Also mit dem Frontkämpfer kann man äußerst schnell aufräumen. Man kann sich zwar auch sehr in Gefahr bringen, aber man kann sich kann auch sehr schnell hier sehr viel aufräumen. So, wir nehmen mal wieder alles mit, was wir kriegen können. Auch diese kleinen Waffenmods, die wir hier und da finden. Da finden wir später noch ganz gute Sachen. Forschungsnotizen von P. Vasquez. Der letzte Fundort scheint nun leer zu sein, aber ausgehend vom Plan des Kommunikationssystems und der Backup-Energieversorgung der ersten von uns entdeckten Forschungsbasis der Proteaner, vermuten wir, dass tiefer im Untergrund eine Sekundärbasis existiert. Wir brauchen eine Genehmigung der höheren Mächte, um weiterzugraben, aber angesichts der kürzlich stark angestiegenen Begeisterung für unsere Arbeit hier, denke ich, dass das wohl kein Problem sein dürfte. So, ja, die stark angestiegene Begeisterung, die kam durch Admiral Hackett. Das haben wir schon mitgekriegt, da Liara losgelassen hat auf das Ganze. Verteidigung errichten. Niemand sonst darf rüberkommen. Wir haben noch Teams auf der anderen Seite. Niemand. Und schalten Sie die Kameras ab. Sie haben es wohl bis ins Archiv geschafft. Und es sieht nicht so aus, als würden Sie in nächster Zeit eine Bahn schicken. Kriegen Sie das hin? Das Archiv läuft über ein anderes Netzwerk. Wir sind komplett isoliert. Nicht komplett. Was wäre, wenn wir einen Kurzstreckentransmitter fänden, von Helm zu Helm? Und dann? Und dann überzeugen wir Sie davon, dass wir zu Ihnen gehören und die Allianztruppen erledigt haben. Gute Idee. Sehen Sie mal nach, ob Sie was finden. Welch eine gewitzte Finte. Was? Der Lieutenant Commander ist inzwischen kompetent. In der Tat. Commander, ich habe was gefunden. Diese kleinen Sticheleien, aber... Nett. Was haben Sie? Er hat einen Transmitter in seinem Helm. Wenn ich... Oh, oh hart. Er sieht aus wie ein Husk. Nicht ganz. Aber Sie haben garantiert irgendwas mit ihm gemacht. Verändert? Von Cerberus? Aber die treten doch für die Menschheit ein. Und jetzt tun sie ihren eigenen Leuten sowas an? Das hätten sie sein können, Shepard. In meinen Gedanken hat Cerberus genau das mit ihnen gemacht. Wie können Sie mich mit diesem Ding vergleichen?
Ich weiß nicht, was sie sind, seitdem die sie in den Fingern hat. Sind das wirklich sie? Würden sie es überhaupt wissen, wenn die sie irgendwie kontrollieren? Das ist nicht fair, Ash. Ich sage nur, was ich denke. Sie müssen mir nicht antworten. Sie könnten sowieso nichts sagen, was mich überzeugt. Ich brauche wohl nur etwas Zeit, um sie neu kennenzulernen. Ich bin dieselbe Person wie immer. Die Zeit wird daran nichts ändern, aber ich verstehe, wenn Sie sie brauchen. Danke für Ihr Verständnis. Schon gut. Mal sehen, ob wir die Bahn dazu kriegen, herzukommen. Hallo, Ihr Delta-Team. Ist da jemand? Wo zum Teufel waren Sie? Vergessen Sie es. Wie ist Ihr Status? Wir sind an der Bahnstation und warten auf Exfiltration. Alle Feinde neutralisiert. Verstanden. Echo-Team kommt zu Ihnen und sichert die Station. Glauben Sie es? Wenn nicht, werden Sie es schon bald durchschauen. Wir sollten in Position gehen, um Sie zu flankieren, wenn Sie aus der Bahn aussteigen. Gute Idee, Lieutenant. So, gut, dass er Delta und nicht Echo genommen hat, ne? So, habt ihr noch so einen Kreis für mich, wo ich jemanden platzieren kann, oder... Wie sieht's aus? Gut, gehen wir einfach mal runter. Wird gemacht! Diese kleinen Sticheleien zwischen den Mädels schon ganz lustig, ne? Aber was ich ganz schrecklich finde, ist, dass die Busen von denen so aufpumpen mussten hier im dritten Teil. Ich weiß nicht, was das sollte. Oh, guten Tag. Ich glaube, ich hätte in Deckung gehen sollen vorher. Naja, was soll's. Verstanden. Da ich sowieso mal wieder reingehe und einfach mal um mich wüte, ist das vollkommen egal. So. Blickt er noch durch? Ich hoffe doch. Oh, das ging daneben. So, einmal drauf. Oh, ich kann gar nicht drauf. Gemeinheit. So, die Wache ist schon mal weg. Mann am Boden. So, nur noch die eine Wache, siehst du mal. Das hat auch gut funktioniert. Okay, den könnten wir aber vielleicht mal mit einer kleinen Singularität ausschalten. So. Problem gelöst. Wenn die schon so eng beieinander stehen, dann hau ich doch gerne einfach mal drauf und springe mitten rein. Ihr habt gesehen, es funktioniert. Also, man kann wirklich mal richtig rücksichtslos die Sau rauslassen mit dem Frontkämpfer. Das ist schon ziemlich geil. So, ab geht's. Und wenn wir dann noch unsere Aufladezeiten ein bisschen verkürzen durch das Skillen, dann wird's noch besser. Ja, aber das mit dem Aufpumpen der Brüste verstehe ich überhaupt nicht. Was ist denn diese Fixierung auf große Brüste? Das verstehe ich nicht. Was soll das? Die war jetzt irgendwie ein bisschen verzögert. Kann das sein, die Bombe? Naja, was soll's. Schön. Das ist ja nett. So. Kann ich denn gleich auf dem Weg rüberkommen? Nee, ne? Müssen wir das so machen. Na gut, geht aber auch. So, da klatschen wir einfach mal so drauf. Das reicht schon. Und du fällst gleich mal ab ins... Nein, du sollst nicht auf die andere Bahn rüber. So war es nicht gedacht. Liefern einen guten Kampf. Das bestätigt meine Theorie über den Wert der hier gelagerten Daten. Wahrscheinlich schon, ne? Die werden schon nicht ohne Grund hier so eine große Einheit herschicken.